Hallo meine Lieben, heute habe ich dieses ganz einfache Leoparden-Nageldesign für euch. Alles, was ihr dazu braucht, sind eine knallige Farbe. Ich habe mich jetzt für so einen Korallton entschieden. Weiß, schwarz, Glitzersteinchen für die anderen Fingernägel und einen schmalen Pinsel. Dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mir jetzt alle meine Fingernägel in dem korallefarbenen Lack lackiert, außer den Ringfinger, der ist weiß, da kommt jetzt das Leopardendesign drauf. Dazu nehme ich den korallfarbenen Lack und streiche den Nagellackpinsel richtig gut ab, dass kaum noch Nagellack drauf ist, das ist ganz wichtig. Und setze jetzt einfach ein paar Punkte, größere Punkte auf den Nagel. Die müssen überhaupt nicht ordentlich und perfekt sein, denn das Leopardenmuster ist ja auch nicht ganz ordentlich und perfekt, sondern die Punkte sind ja immer so ein bisschen verlaufen. Und wenn ich damit fertig bin, nehme ich den schmalen Pinsel und schwarz und umrande diese korallefarbenen Leopardenpunkte auch unregelmäßig, also nicht einmal komplett rum in schwarz, sondern immer so mit ein paar Lücken, um dieses Leopardenmuster, was wir aus der Natur kennen, ein bisschen nachzuahmen. Und in die Lücken zwischen den großen Punkten setze ich jetzt mit dem Pinsel und schwarz auch noch kleinere Punkte. Auch die sollten nicht alle gleich aussehen. Auf die restlichen Fingernägel klebe ich jetzt immer unten am Nagel so einen kleinen Glitzerstein. Das sind solche selbstklebenden Glitzersteinchen. Anschließend kommt dann noch ein Überlack drüber, damit das auch wirklich gut hält. Und so sieht das fertige Nageldesign dann aus. Es geht einfach und schnell nachzumachen und ist wirklich ein richtiger kleiner Hingucker, wie ich finde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm bitte ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.